Mit Cisco als Partner geht das Land Bremen die Digitalisierung seiner Schulen an und macht damit Lernen zukunftsfähig. Zukunftsfähig heißt, dass Unterricht nicht mehr ausschließlich im Klassenzimmer stattfindet, sondern, wenn es die Umstände erfordert, auch dorthin kommt, wo die Schüler sind. Ortsunabhängig, hybrid und sicher. Im digitalen Klassenzimmer bleibt keiner zurück. Mit der richtigen Netzwerkinfrastruktur ist erfolgreiches Lernen für alle möglich. Wenn wir beispielsweise mit WebEx zum hybriden Lernen übergehen, ist ein Teil der Lerngruppe bei der Lehrkraft im Klassenraum, macht dort nochmal Unterricht und die andere Lerngruppe ist dann vielleicht irgendwie zu Hause mit ihren Geräten hinzugeschaltet, beispielsweise weil es die äußeren Umstände erfordern oder weil ein längerer Klinikaufenthalt von einzelnen Schülern der Fall ist, dann ist es möglich, dass diese Schüler eben nicht abgehängt werden, sondern sich mit der Videokonferenzsoftware austauschen können. Sie können sich Rückfragen stellen, sie bekommen mit, wie die Atmosphäre in der Klasse ist und können somit besser am Ball bleiben. Was ich an WebEx mag, ist, dass es Gruppenarbeiten wesentlich einfacher macht, sich zum Beispiel zu treffen, was sonst immer mega der Aufwand ist, wenn man halt weit fahren muss innerhalb der Stadt. Und stattdessen können wir einfach uns in der Videokonferenz halt eben schnell zusammenschalten. Ich finde WebEx cool, weil man in den Fächern, wo man Videokonferenzen hat, viel besser mitkommt und sich nicht erstmal 10 Minuten durch die Aufgabenstellung fräsen muss und dann halt auch keine Fragen mehr offen bleiben. Wenn man die Lehrer anschreibt, antworten sie halt nicht sofort, aber wenn man sie halt in der Konferenz fragt, antworten sie und man kann auch direkt mit den Aufgaben starten. Für die SchülerInnen ist das digitale Klassenzimmer eine enorme Bereicherung. Sie lernen interaktiv und vernetzt und können außerdem noch ihre Medienkompetenz weiterentwickeln. So wird digitales Lernen selbstverständlich. Arbeitsgruppen können sich eigenverantwortlich organisieren und SchülerInnen einbinden, die nicht in der Schule sein können. Videokonferenzen per WebEx bieten uns die Möglichkeit, dass wir in unserem Unterricht Experten hinzuschalten können. Das können Fachwissenschaftler sein, beispielsweise für Chemie, die eben Versuche vorführen oder eben ihre Expertise einbringen, um Wissen zu vertiefen. Das können auch Zeitzeugen beispielsweise sein, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Das kann auch die Initiative Be Okay aus Bremen sein, die beispielsweise darüber aufklärt, wie man typische Rollenbilder aufbrechen kann. Das Gleiche funktioniert übrigens auch andersherum in einem Tandemunterricht, beispielsweise wenn eine Kollegin oder ein Kollege ausfällt und vertreten werden kann vor Ort mit einer Videokonferenzsoftware oder ergänzt werden kann durch einen Kollegen vor Ort. Auch wir Lehrer müssen uns untereinander absprechen. Das geht ganz unkompliziert in der Pause mit dem Smartphone oder dem Tablet. Das Cisco WebEx Board ist für mich zum festen Bestandteil von Lehrerkonferenzen geworden. Man kann Ergebnisse sofort sichtbar machen und sich ganz einfach mit den Lehrern vernetzen. Zusammen mit Cisco konnten wir die Digitalisierung der Bremer Schulen massiv vorantreiben und eine landesweit einheitliche Kommunikationsplattform einführen. Auf Basis von Meraki haben wir eine schulübergreifende WLAN-Infrastruktur aufgebaut, die sich komfortabel zentral administrieren lässt. Diese in Kombination mit unserer 1:1 Tablet-Ausstattung, der zentralen Lernplattform und der Videokonferenzlösung WebEx ermöglicht den Schulen orts- und zeitunabhängiges Lernen. Im Rahmen des Distanzunterrichts haben wir pro Tag bis zu 1500 Videokonferenzen durchgeführt. Und das ist erst der Anfang. Gemeinsam setzen wir die digitale Schule um. Für ein neues Lernen mit mehr Möglichkeiten. Für mehr Chancengleichheit. Und für eine bessere Förderung individueller Stärken. Zwischen den heutigen Bedürfnissen und der Bildung von morgen spannen wir die Brücke. Cisco. The Bridge to Possible.